Jo, Leute, da bin ich wieder. Und wie versprochen, ich bin hier nochmal an diesem Gang. Bin jetzt nicht direkt zu den Katakomben weiter, sondern hier wollte ich das nochmal erforschen. Wir dürfen halt hier nicht runterfallen. Das ist, glaube ich, schwieriger als ich es gerne hätte gerade. Deswegen, naja, wir probieren es mal. Springen wir erstmal hier hin. Das sieht safe aus, okay. Item Nummer 1. Feuerwiderstandssplitter. Und eine Spinne da hinten. Die jetzt schon versucht, uns auf den Sack zu gehen. Und erstmal einfach nur stumpf abgeballert wird. Ich glaube. Boah, shit. Ne, die können wir nicht. Boah. Nice. Nice, nice, nice. Okay, Spinne Nummer 1 ist tot. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr. So, von hier können wir jetzt nämlich ganz easy dahin springen. Und uns einfach gegen die Wand prallen lassen. Und da haben wir noch eine Kiste. Schwere Beinrüstung, Zauberpunktsplitter. Hört sich ja nice an. Ich glaube, der ist nice. Na, die anderen Sachen waren jetzt nicht so geil. Man wird hier auch so zugeballert mit Items, ne? Habe ich das Gefühl. Also ständig findet man was Neues. Oh, da ist noch eine. Aber das ist nur eine kleine. Ein Schlag. Und. Hä? Jo. Die Spinne, die sich in der Luft. Die in der Luft starb. Einfach nur. Noch eine uralte Tafel. Kiste. Ich glaube, da soll man nicht mehr hinkommen können. Ich glaube, das war's dann hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, da rüber zu springen und einfach zu sterben. Hätte ich jetzt vielleicht. Das war ein komischer. Alter! Alter! Hat mich das erschreckt gerade? Was ist denn hier los? Hallo? Ich check's überhaupt nicht. Naja, gehen wir mal wieder raus hier. Oh nein, 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 nein. Oh. Und ab in die Katakomben. Boah, hat mich das erschreckt gerade, ey. Ich bin. Nein. Oh. So, machen wir es nochmal. Mit unseren 10 Tränken hier. Bam, bam, bam. Jetzt raus hier. Was war denn mit dem Hund los? Hier kommen wir leider nicht lang.
ätzend, ey. Das kann doch nicht sein. Hilfe. Kategorie. Hör auf, dich so krass zu wehren. Boah. Gibt er uns nochmal eine? Bevor er down geht. Aber auch nicht zu knapp. Das ist super nervig, dass man jetzt hier den ganzen Weg zurück laufen muss. So, da sind wir aber wieder. Und ich kann auch nochmal. Hast du vielleicht das hier gesucht? Nein, genau genommen hat es nach mir gesucht. Und jetzt hat es mich gefunden. Kann mir das helfen, durch die Dimensionen zu reisen? Nein, aber mir. Ich werde zugegen sein, wenn du meine Hilfe mit deinen Runen brauchst. Okay, ich will auch durch Dimensionen reisen können. Ja, ich würde sagen, wir stellen auch nochmal ein paar her gerade. Ach, aber Erfahrung brauchen wir ja dafür, stimmt ja. Aber da haben wir noch ein bisschen. Und Rune, zack. Makellose Kraftrune, hört sich gut an. Und noch eine. Makellose Glücksrune, finde ich jetzt nicht so geil. Ah, noch so ein paar kleine. Höhere Feuerrune. Siegel brechen. So, jetzt haben wir mal ein paar gemacht einfach. Schauen wir mal. Also hier, das ist, kann man die auch einfach verkaufen irgendwo oder so? Oder einfach, ich will nicht diesen ganzen Scheiß hier immer mit mir rumschleppen. Okay. Pfeilspitze, das sind nicht unsere. Wie nice. Verlorene Pike. Okay, wir haben einen Griff hier. Die haben wir. Der Kampfstab hier ist wohl auch... Alter, wie krass ist der denn? Aber, nee. Habe ich auch schon mal gelesen in den Comments, dass der empfohlen wurde, dieser Kampfstab. Aber ich finde einfach diese Dolche viel zu gut, viel zu geil. Okay, und wir haben da auch schon eine makellose Giftrune drin. Ansonsten können wir noch ausrüsten unseren Helm, denke ich. Vielleicht. Ja, okay, kaltes Blut hier. Wir haben eine höhere Magierune drin. Könnten wir noch eine makellose Kraftrune reinsetzen? Oh, das ist aber auch nice hier. Die gibt ja Ausrüstungskapazität. Das ist auch nice. Aber komm, dann lieber die.
Okay, Helm ist gesockelt. Unsere Rüssi hat noch eine gewöhnliche Rune drin. Da machen wir jetzt die hier rein einfach, ja. Zusätzliche Ausrüstungskapazität. Oder nochmal eine höhere Kraftrune. Ne, lassen wir es mal so. Ansonsten, was haben wir jetzt noch? Handschuhe haben wir noch keine guten, leichten. Oder mittleren zumindest. Die Stiefel müssen noch gesockelt werden. Und jo, Kraftrune. Reiner. Jo, dann haben wir... Ach ne, die Handschuhe, genau, die Handschuhe wollte ich noch sockeln. Zumindest den hier. Das Ziel wird vergiftet, verlangsamt und Gesundheit will. Jetzt mehrere Feinde durchschlägt. Der Feind wird temporär in eine Zwischenwelt gesendet. Sodass nur eine leere Hülle bleibt. Wie geil ist das denn? Gegner in Brand setzen. Ja, geben wir mal hier so eine mit der Zwischenwelt. Das finde ich irgendwie cool. Bin ich ja mal gespannt. Ah, okay, jetzt kann ich das immer benutzen, wenn hier so ein Dings ist, zumindest. Das ist ja schon mal nice. Hui. Wenn da ein Amboss ist, kann ich immer wieder den Schmied rufen. Es hatte mich auch schon gewundert, dass da überall solche Ambosse stehen, die genauso aussehen wie der. Dann mal wieder raus hier. Und bitte gib mir jetzt eine Schnellreisemöglichkeit. Das wäre so gut. Lord of the Fallen, come on. Whoa, 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 whoa. Ja, okay, jetzt merkt man schon echt, dass man so viel krasser geworden ist. Jetzt probiere ich mal den Handschuh aus. Nice. Steht jetzt echt nur so da wie eine Hülle. Und wie lange auch. Kann ich ihn jetzt abmetzen? Nee. Oder doch? Ich weiß es nicht genau. Boah, sieht's geil aus. Okay. Grafikmäßig ist das hier schon echt der Hammer, ey, muss man sagen. Kann ich dir helfen? Dafür ist es zu spät. Hier ist wohl kein schlechter Platz zum Sterben. Was war hier los? Wir sind durch die Katakomben entkommen. Es gibt einen uralten Weg, der in den Keller der Zitadelle führt. Ich habe es nicht geschafft. Die anderen sind in die offene Wegpforte gesprungen. Ihr wart auf der anderen Seite? Warum? Ich habe den Ansturm der Roga aufgehalten. Es gibt also noch Hoffnung. Das müsst ihr Antanas melden. Vielleicht hört er dann auf mit diesen... Was? Geht durch... Katakomben. Antanas, werdet sehen. Okay, Dude. Eine menschliche Tätowierung bekommen von ihm.
Okay, hier war ja der eine Boss. Und hier müssen wir hoch, soweit ich weiß noch. Müssten wir die Katakomben finden. Da waren wir schon mal drin. Aber war das nicht diese Arena? Sogar? Von der ich auch gelesen hatte in den Comments und da haben wir irgendwie was falsch verstanden oder so. Wenn man sich jetzt hier in die Mitte stellt. Aha. Macht euch bereit. Kämpft. Gegen was denn? Ach da. Wow. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal hier mit dem Handschuh. Zack, ab in die Zwischenwelt. Und in der Zeit kümmern wir uns hier um deinen Dude. Boah, sind die jetzt billig. Kann man jetzt echt auch hinter denen gehen? Wie nice. Das ist ja endlich mal... Hey, damit kann man ja so krass die Schildtypen kaputt machen jetzt. Ah, komm immer durch dieses große Tor da anscheinend. Ah ne, komm jetzt aus drei Seiten, okay. Aber es ist schon... Schon ein bisschen... Boah, schon ein bisschen übertrieben, wie viel stärker man jetzt ist. Finde ich. Also ich meine, es hat auch was so, aber... Fand ich bei Dark Souls immer so geil. Auch ich wollte eigentlich ja aufhören, das immer zu vergleichen, aber. Ist auch ein schönes Spiel hier. Aber jedenfalls. Macht schon Bock, muss man sagen. So, Schildtyp. Boah. Nein, nein. Doof, doof. Hallo. Wie ein. Hallo, krass, Dämmer. Kannst du mal aufhören auszurasten? Geh mal in die Zwischenwelt. So lustig. Ah, okay, man muss aber trotzdem warten. Na, willst du nochmal in die Zwischenwelt geschickt werden? Nee, komm. Ey, oh Mann, dieses Schild blockt einfach alles. Lass mich hinter dich, miese Sau. Okay, dann kriegst du jetzt was anderes ab. Kriegst jetzt mal die Druckwelle ab. Oh, hat nicht geklappt. Okay, dann den Tritt. Tritt ins Schild. Tritt. Ist schon ein bisschen nervig, ne? Dass die Schildtypen so krass sind. Zwei Tritte, drei Tritte, vier Tritte und er macht einfach einen und meine ganze Ausdauer ist weg. Endlich mal! Und dann so kurz nur! Was zur Hölle? Wie lange ich jetzt gebraucht habe, um die Deckung von dem zu brechen? Einfach mit Tritt nach Tritt. Komm her, ich... Dreht dich. Dreht. Dieser Penner, ey. Bam. Hat nicht gereicht. So. Habt euch als würdig erwiesen, dreht in die Mitte und konnt es dann nicht mehr lesen. Wahrscheinlich holt eure Belohnung oder so. Jo, nehmen wir. Hallo? Das ist ein bisschen buggy hier gerade. Okay, da haben wir es. Oh, nice. Endlich mal wieder ein Ring. Attributspunktsplitter und ein Zauberpunktsplitter auch noch. Holy moly. Ja, die bewahren wir uns noch ein bisschen auf, aber die geben ja später. Braucht man dafür ja so viel EP, dann können wir die. Richtig krass einsetzen. Aber den Ring, das würde mich gerade interessieren. Knochenarbeit.
Achso, doch, stimmt. Der hat Zauberkräfte regeneriert und jetzt? Vor langer Zeit wurde dieses Schmuckstück von reisenden Händlern benutzt. Sie rüsteten ihre Tiere damit aus, damit diese mehr tragen konnten. Heutzutage gibt es jedoch nicht mehr viele reisende Händler und jeder Krieger muss sein eigener Packesel sein. 36, boah, 7. Ja, das ist natürlich krass. Ne? Also ich meine, es ist schon schön, das Mana immer regenerieren zu sehen von alleine. Ich glaube, das passiert aber auch so. Und das hieße ja, wir könnten hier noch was viel krasseres anziehen. Zum Beispiel bei den Stiefeln. Und wären immer noch locker im grünen Bereich. Ja, okay, es interessieren mich jetzt eh nur die drei, die... Ja gut. Machen wir das nächste Mal einfach, wenn ich beim Schmied bin. Da wird wieder ausgerüstet. Und hier geht's erstmal raus jetzt. Na komm, ab in die Katakomben. Arena war jetzt natürlich ein bisschen billo. Junge, ey, die werden nie aufhören, mir auf den Sack zu gehen. Glaube ich. Yes! Yes! Okay, damit scheint es auch ganz gut zu gehen. Komm, brich die Rüstung, brich sie! Nice. Okay. Schaut euch das mal an, ich berühre die nur kurz, die sterben mittlerweile. Ja, ein bisschen übertrieben. Kann ich gerade nicht, weil mich noch einer abballert. Komm her, du. Pam! Ja, haben wir erwischt. Oh mein Gott. So, dann machen wir doch mal den Dings da fit. Was ich für eine Scheißlaber. Aber sorry, aber. Den Stein. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, das Teil. Kontrollpunkt. Vielleicht. Boah, sah das gerade geil aus. Nice. Schön, schön. So, jetzt wissen wir doch noch. Das ist alles schon so ein bisschen her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier richtig sind. Hier waren wir schon drin. Dem werde ich so eine Sprungattacke. Ne. Harte Schläge einfach. Vielleicht kann ich es einfach nur mal mit harten Schlägen. Egal, einfach aufs Schild drauf. Ein. Man kann die halt nicht kombinieren dann. Ich müsste. So, und noch ein. Ah! Okay, also doch. Das ist ja abgefahren, okay. Man kann also eine Combo machen mit nach vorne hüpfen. Das sah gerade aus wie Bullet Time, weil es ein bisschen gelaggt hat gerade. Nicht so schön. Mach's gut, Dude. Ja, aber hier sind wir doch richtig. Oder? Oder auch nicht? Was macht denn das Vieh hier?
gehört aber nicht hier hin, oder? Eigentlich ist es doch viel zu stark für die Ebene hier. Und ein Hammer lag da auch noch, okay. Und der hier auch. Ist ganz nett. Jetzt fängt es bei mir auch an zu ruckeln. Vielleicht packt mein Prozessor das nicht so ganz. Strange. Diese scheiß Katakomben, ey. Ah, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich das nicht mehr so ganz weiß alles. Da müssen wir wohl noch ein kleines Stück zurück, wenn die hier nicht sind. Dann kommen wir auf jeden Fall über diesen Turm da rein, wo wir mal waren. Hier ist noch ein Kampfgebiet. Aber beziehungsweise haben wir ja jetzt eh noch ein bisschen was erforscht, diese Folge. Und es ist auch schon wieder soweit. Ich werde es dann das nächste Mal aber wirklich bis zu den Katakomben vormachen. Und dann spielen wir weiter hier. Lords of the Fallen. Bis dann. Tschüss.